spitze Aufgabe, möchte ich mal sagen. Noch ein Gefäß. Hier gibt's Hasen. Da gibt's Schlangen. Und hier gibt's Schlaf. Hoffentlich erfriere ich da drin nicht. Ich hatte jetzt auch irgendwie die Hoffnung, dass Dankeschön, der Regen vorbei ist. Da ist ein Wildschwein. Toll, jetzt ist sie wieder drin. Oh, Medipack. Das Schwein sucht sich auch echt den besten Moment, wo ich gerade mal nicht so richtig kann. Krass. Und nochmal eine Runde schlafen, auf dass ich das überlebe. Jetzt kann ich die Schiene nicht aufnehmen. Snake Charm, was auch immer das heißt. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, wann ich die nicht mitgenommen habe. Wenn man irgendwas davon ist. Mist. Okay. Die Verletzung. Heilig. Die Verletzung heilig. Die noch nicht. Ich brauche jetzt erstmal was zu essen. Schmerzen. Aschekuchen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die sich gerade gegenseitig kaputt schlagen. Was schön wäre. Und ich muss mir jetzt diese Schiene holen. So, mit der Schiene geheilt. Fertig. Wieder gesund. Ja. Okay. Habt ihr das Schwein erledigt? Ah, ich hab sie nicht gesehen.
Okay, da muss ich mit hin machen. Das ist schlecht gerade. Jetzt auch echt kein Wasser irgendwie zu holen, oder? Okay, habe ich hier vielleicht noch Tee drin? Hier noch Tee drin. Ja, das ist gut. Glück gehabt. Okay, 5, 5, 5, 5, 5. Penicillin. 7. Okay, ich brauche demnächst wieder ein Lagerfeuer. Ein Reparatursatz. Den Rest überlege ich mir später. Jetzt geht's erstmal zu der Plus-Reparatur-Dings da. Weil das ist bald im Eimer. Und das wäre doof, deswegen zu verrecken. So. Große Reparatur. Sekunde, ich baue mir noch so ein Teil. Und dann haben wir wieder 97%. Das ist gut. Und damit geht's dann weiter. Ja, rechts rum. Solange es mir gut geht, müssen wir nicht überall halten. Obwohl mir ein bisschen kühl ist. Und nass ist. Eine Bauzeichnung des Flusses. Okay, gefährlich, gefährlich mit gefährlich. Temperatur und so. Okay, aber ich halte mich hier ein bisschen mehr links. Da kam ich jetzt nicht so hin, wo ich hin wollte, aber jetzt komme ich ja hier. So. Okay, ich werde gerade angegriffen. Aber ich habe sauberes Wasser. Ich habe sauberes Wasser da gefunden. Kann ich die hier auch benutzen? Fünfmal sauberes Wasser, das ist gut. Da brauche ich nicht mehr viel hier. Das war spitze.
Nein! Ich bin tot! Vom Wasser, von der Temperatur unterkühlt und weg. Naja, es war ein schönes Ende, es war eine lange Runde und ich werde jetzt erfahren, ob mein Floß, wie lange ich überhaupt gekommen bin. Neuer persönlicher Rekord, ja, auf jeden Fall. Ich bin hier längs gefahren, an den Stationen angekommen. Habe hier irgendwas abgekriegt, da haben mich wieder geheilt. Hier ein bisschen geheilt. Hier das Sternchen erhalten. Dann sind wir hier durch. Haben hier viel erlebt anscheinend. Haben hier noch einen Stern erreicht. Hier war jetzt nicht so erfolgreich. Hier haben wir uns geheilt, wir sind verletzt worden, wurden geheilt. Und hier hinten sind wir dann drauf gegangen. Naja, nur Quatsch. Hier noch viel, hier ein Sternchen. Hier ein Knochenbruch, der dann irgendwann hier wieder geheilt wurde. Hier noch irgendwie und boah. Eine ganz schöne Distanz eigentlich. Bis wir dann hier unten gestorben sind. Ja, das war Flame in the Flood, ein Spiel von The Molasses Flood, mit diesen wunderbaren Menschen, die daran teilgenommen haben. Ich muss diese Musik einfach mal durchlaufen lassen. Wir haben es weit gebracht, wir haben viel erlebt und ich bin mir sicher, dass ich noch vieles unentdeckt zurücklasse. Und man kann da bestimmt noch mehrmals diese wunderbare Welt entdecken, durchfahren. Ich danke diesem Team. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke allen, die an diesem Spiel teilgenommen haben und denen gedankt wird. Ein schönes Spiel. Man kann viel erleben, man kann oft sterben, man kann in viele verschiedene Sachen sterben. Dennoch macht es sehr viel Spaß. Und ja, wie gesagt, ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß im Internet. Bis zum nächsten Mal. Ich lasse es hier noch weiter durchlaufen. Die Unterstützer, denn das Spiel wurde, glaube ich, mal gecrowdfunded. Ja, man kann sich das gerne mal geben, wenn man gerne mal Spiele spielt, die schwierig sind. Und man sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Ja, da scheinen ziemlich viele an Bord gewesen zu sein. Ich würde davon gerne mehr sehen, auch bei Livestreams. Leider sehr wenig, die da spielen. Dafür habe ich schon welche gesehen, die andere Spiele spielen, die ja so ähnlich sind. Von daher, ich glaube daran, dass auch hier, dass dieses Spiel auch mal einen Hype erleben wird. Ja. Viel Wettergeräusche im Hintergrund. Ja. Damit gebe ich zurück an die angeschlossenen YouTuber. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.